Das wird jetzt ein kurzes Video. Ich wollte, und das werde ich jetzt auch ergänzen bei der Nelkenwurz. Das ist nämlich die Nelkenwurz. Jetzt haben wir Ende Mai und jetzt steht sie in der Blüte. Und ich konnte ja bei dem Video zum Nelkenwurz, weil ich da ziemlich früh los war und euch nur die Rosette filmen konnte von der Nelkenwurz, noch keine Blüte zeigen. Und das will ich jetzt nachholen. Also da hinten sehen wir die noch geschlossenen Knospen und hier diese fünf Blütenblätter und ich weiß nicht, sind das Kronblätter oder wie die da heißen, da unten, die sind also deutlich länger als die Blütenblätter und spitzen da auch hervor. Ich finde, das ist so ein typisches Merkmal und innen eben auch diese grüne Mitte und dann die Staubblätter außenrum. Und das ist dann der Blütenstängel, der aus der Rosette herauswächst. Und da kann man es jetzt deutlich sehen. Unten waren doch die Stängel, also hatten die Blätter jeweils einen Stängel. Und jetzt wachsen direkt am Blütenstängel dran diese ersten kleinen Haldeblättchen, oder weiß nicht, ob sie Haldeblättchen heißen. Also mittlerweile müsstet ihr wissen, dass ich mit diesen Fachbegriffen nicht so bewandert bin. Aber man sieht an den Blättern, dass die so diese Form verändern. Die sind jetzt eher spitz zu laufen. Im jungen Stadium sind sie ja eher so rund. Ich blende das Video, wo die Nelkenwurz noch im frühen Stadium zu sehen ist, blende ich mit ein. Und dann sind die wechselständig sind die Blätter dann am Blütenstängel dran. Also nicht direkt gegenüberliegend, sondern dann in der nächsten Stufe gegenüber. Aber nicht direkt paarig gegenüber, sondern eben dann erst in der nächsten Stufe. Ja, blöd erklärt vielleicht, aber ich war jetzt so froh, dass ich eine gesehen habe, eine Nelkenwurz, wo eine Blüte dran ist. Ich schaue mal weiter, ob ich irgendwo auch schon eine Verblüte entdecke. Also wie man sehen kann, am Blütenstängel sind dann diese Blätter, die haben immer da, das schaut immer für mich so aus wie so ein wie so eine Fliege, die man so übers Hemd anzieht bei den Herren. Und dann eben daraus diese drei eher jetzt spitz zulaufenden gezahnten Blätter. Und oben verzweigt sich das dran und dann ist jeweils an der Verzweigung eine Blüte zu sehen.